Ich bin ein Essener, yo. So, jetzt kommt ein... Hey Marie, warum heißt der Regenwurm eigentlich Regenwurm? Weißt du das? Der wohnt doch nicht im Regen, oder? Im Englischen heißt der Regenwurm Earthworm und das macht viel mehr Sinn. Wird leider stets verneint. Hab keine Haare, so wunderbare, wie Dachs und Fuchs und alle Bären auf der Welt. Ich lauf nicht frei umher, Füße brauch ich gar nicht mehr. Ich morbe durch den Boden, wo's mir eh besser gefällt. Denn ich bin Rocky. Ganz Essen auf, damit es fruchtbar bleibt. In ein Segen für die Landwirtschaft, die Menschen satt und glücklich macht. Die Frage, ob man Würmer mag, wird leider stets verneint. Denk doch erstmal nach, bevor du anderen erzählst. Und sieh mit deiner Vorstellung von Schönheit quälst. Jeder sieht so aus, wie sie und er es nun mal tut. Wir alle sind goldrichtig so und das ist wirklich rot. Und ich bin Rocky, der Regenwurm, wurde in der Erde rum. Ich lockere den Boden auf, damit er fruchtbar bleibt. Ich bin ein Segen für die Landwirtschaft, die Menschen satt und glücklich macht. Die Frage, ob man Würmer mag. Magst du Würmer? Ja. Siehste? Braucht kein Augenlicht, im Dunkeln sieht man nix. Da hat der liebe Herrgott sich was beigedacht. Auch Ohren hab ich nicht, die sind nur hinderlich. Zum allerbesten Tunnelgräber hat er mich gemacht. Denn ich bin Bode in der Erde rum. Ich lockere Kanuten auf, damit sie fruchtbar bleiben. Satt und glücklich macht. Die Frage, ob ihr jetzt endlich Würmer mögt, immer noch nicht. Ja, ich hab noch eine. Ich mag es feucht und modrig schön, da brauch ich nicht gut auszusehen. Für diesen Wohnraum bin ich nahezu perfekt. Doch böse Zungen sagen, ich könnte es nicht ertragen und hätte mich deswegen tief im Boden nur versteckt. Denn ich bin Regenwurm. Ich lockere den Boden auf, damit er fruchtbar bleibt. Ich bin ein Landwirtschaft, die Menschen satt und die Frage, ob man Würmer mag. Jetzt endlich? Nein! Immer noch nicht. Alle Regenwürmer hüpfen! Ich
Freunde. Vier an der Zahl, wir sind bei einem der letzten Finals des Herbstkasten. Mit Doppel-Vierer. Hannover mit Ratzenburg, Freisach und Düsseldorf in Renngemeinschaft. Das sind die Außen. Das sind Uwe Koldewey, Henning van Leer, Christiane Schanz, Susanne Schäfer und Paula Rixens. Die haben sich schadlos gehalten. Drei von vier Disziplinen haben sie gewonnen und jetzt sind sie hier als Erste auch aus dem Start weggeschnellt. Aber dahinter direkt das Boot aus Mülheim, Mettmann, Siegburg und Hamm. Mit Stefan Glatt, mit Albin Hoffmann, mit Andrea Hoffmann, Jutta Lolis und Carsten Seidel am Steuer. Die übernehmen jetzt die Führung und hauen nochmal.